Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2. Ja, wir fahren mal wieder mit dem Citaro Facelift LE. Ja, irgendwie hat mir der Bus das angetan. Es tut mir leid, aber ich finde, der ist einfach geil und muss gefahren werden. Gerade jetzt auf so einer Strecke. Wir sind hier in Oberstedt und fahren von Dersum zum Goethe-Gymnasium. Das ist halt auch ein bisschen über Land und so. Und ich finde, der Bus, der passt da einfach gut hin. Hier zwitschern auch schön die Vögel. Oh, und das im Winter. Aber gut. Soll uns nicht weiter stören. So, diesmal fahren wir mit Licht. Oskar nimmt hier auch schon wieder irgendwie alles Mögliche auseinander. Aber gut. So, Verbraucher sind aktiv, genau. Wir machen jetzt mal den Motor an. So. Weil wir können nämlich auch, glaube ich, schon losfahren. War es 4.14 Uhr oder 4.15 Uhr? 4.15 Uhr. Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber anscheinend will hier auch keiner einsteigen. Schade, schade, schade. Ja, mit der Tür, ich denke, da werden wir auch noch mal was machen. Das ist mir zu dunkel irgendwie. Da sieht man mich kaum was. Das habe ich gerade schon gemerkt. Wenn da von rechts irgendwie, wenn man an der Kreuzung steht und man will nach rechts rausgucken, finde ich ein bisschen arg dunkel. Na gut. So. Warten wir noch einen Moment, ne? Ach, guck mal, hier sind die Intercity-Haltestellen. Interessant, hier aus Krummenab. So. Los geht's. Ah, er wartet da schon auf uns, oder wie? Auch sehr nett. Ach, jetzt fährt er los, oder was? Du bist aber auch eine Pissnelke, ey. Meine Güte. Der Oberstedt auch echt eine sehr schöne Karte. Tag. Mahlzeit. Mahlzeit. Bitte einen Kinderfahrschein. Äh? 90 Cent, das ist aber günstig, ey. Okay. Kinderfahrschein 90 Cent. Achso, vielleicht sollten wir die Pfeile reinmachen. Fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Warte mal. Ich fahre doch die 539, oder? Nee. Hä? Wartet mal. 529. Ich fahre doch die 529. Warum steht die? Egal. 529, ja, ist richtig. 529. Ah, ich bin wieder total verwirrt. Egal. Ui, eine Kachel taucht auf. Kommt ihr mal angelaufen, Leute? Bitte, kurz. Kann doch hinten einsteigen. Ja, jetzt will wieder keiner. Jetzt will wieder keiner hinten einsteigen. Moin, moin. Ja, moin, moin. Pferde auf der Weide. Hotte Hüß, würde meine Tochter jetzt sagen. Da sind ganz viele Hotte Hüß. Bahnhof Engel. Wir fahren nicht über Boltenhagen.
ich ziemlich sicher eigentlich. Hier wird auch sehr viel gebaut. Aber bei dem Zustand hier der Straßen ist das auch kein Wunder. Er muss auch dringend gebaut werden. Ach ja, jetzt ist hier genau diese wunderschöne Haltestelle, die ich beim ersten Mal echt gedacht habe, alter Schwede, wo musst denn du jetzt hier halten? So. Wir müssen hier auf jeden Fall nicht. 529, da müssen wir halten. Und hier hatte ich, glaube ich, auch das Problem bei dem einen Mal, dass die Leute nicht einsteigen wollten. Mhm. Weil zu weit weg von So, jetzt aber. Weil zu weit weg von die Bordsteinkante. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Tageskarte. Tageskarte. Da. Alter, ist das hier alles günstig. Meine Güte, ey. Hier möchte ich aber auch leben. Ganz schön subventioniert hier. Ganz schön subventioniert hier der 1,40. Mhm. Danke. Ja, bitte. Der öffentliche Personennahverkehr, würde ich mal behaupten. So, wo müssen wir hin? Da. Direkt hier raus. Boah, eng hier. Ja, da sind wir auch sogar von der Straße abgekommen. Aber wir wären ja keine gute Busfahrer, wenn wir das nicht meistern würden, ne? Ich finde die Leit. Pfosten, die stehen aber auch ein bisschen artnah hier dran. Ja, ja. Genau das meinte ich. Manu, ich wollte doch in 2017 ohne Unfall fahren. Hat ja mal gut funktioniert, nämlich gar nicht. Naja, gut. Pech gehabt. Sehr schade. So, 529 müssen wir hier rechts abbiegen. Genau, Aurich. Genau, hier ist diese wunderschöne Altstadt. Man kennt sie. Oder zumindest man kennt, nein, man kennt. Ja, doch, man kennt sie auch, aber auch ein paar Gebäude von hier sind auch schon bekannt. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Fahren sogar noch Trabis, habt ihr gesehen? Trabanten. Oh, ein süßer Edeka-Markt. Die sind auch ausgestorben, ne? So diese Tante-Emma-Läden quasi. Also, im Moment ist es hier bei uns in der Siedlung ganz schlimm. Also wir haben ja einen riesigen Edeka
hier in der Nähe. So ungefähr 5 Minuten mit dem Auto. Dann ein Aldi und ein Netto. Und in die andere Richtung, da gibt es noch so einen Rewe-Laden, aber ja, Rewe und noch irgend so ein Art Supermarkt, so Tante Emma Laden. Ich hätte gerne einmal Einzelfahrt Großbereich. So, und 2,30, alter Schmiede. Danke. Und Tageskarte 9 Uhr. Der Rewe-Markt, der schließt jetzt. Und danke. Ja, okay, hätte ich doch 4 geben können. Ja, aber auch, ja, vielleicht nicht ganz ohne Grund, weil der Laden war halt eher, naja, schrömmelig, um das mal so zu sagen. Aber so insgesamt muss man sagen, ja, das Sterben von solchen Läden nimmt irgendwie immer zu. Die Großen, die Guten, die überleben. Und wenn man sich halt da entsprechend nicht anpasst, ne, scheiß Service bietet oder Regale immer leer oder regelmäßig abgelaufene Klamotten im Schrank hat, da braucht man sich halt nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwann wegbleiben und man dann zumachen muss, ne. Oh, der Blinker ist falsch. Uha! Bitte nicht hier reinfahren. Nein, 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 nein! Du Idiot! Ja, jetzt müssen wir reparieren. 36 Minuten, ne, ist klar. Nur wegen dem Spacko da. Ja, und schon wieder kaputt. Manu, du kleine Kacker, der. Man biegt ja auch einfach ab. Oh, meine Pedale, die rutschen hier schön durch die Gegend. Störung, Außenbeleuchtung. Ja, denke ich mir, ne? Dass wir da eine Störung haben. Ich weiß auch gar nicht, warum wir nicht hier rausfahren dürfen. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich wäre viel lieber da rausgefahren. Nächstes Mal mache ich das. Nochmal reparieren tue ich auf jeden Fall nicht. Anscheinend habe ich irgendwie nur eine Nachbarkachel an. Kann das sein? Schon so ein bisschen nervig, dass die da immer aufploppen. Sollte ich mir vielleicht auch nochmal in den Einstellungen anschauen. Der Campingplatz. Ja, ich weiß, ihr wollt alle raus wegen dem Unfall. Ihr kommt hier aber nicht raus. Nee, 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 nee. Dann fahren wir doch mal. Ja, ja. Mhm. Ja, komm. Boah. Alter Schwede, was war das denn jetzt? Ja. Waren auch wieder sehr viele Leute im Bus. Ein paar Leute habe ich vergrault. Schade. Burger King. Ich krieg schon wieder Hunger, ne? Muss ich echt sagen.
Ich krieg Hunger. Dann kommt er halt nicht rein, ihr kleinen Scheißer. Hat sie wahrscheinlich schon rumgesprochen. Mit dem Bus solltet ihr lieber nicht fahren. Der ist schon Schrott. Der Busfahrer, der kann nix. Okay, irgendwo war doch hier eine Kollision oder sowas, meine ich, oder? Wie viel konnte man da unter den Spline gucken? Bin ich ja auch nicht gewohnt hier in Oberstedt. Ja, Blinker sollen wir mal anmachen. Wenn der sehr schnell geht. Aber wenigstens haben wir hier einen. Tick, 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 tick. Und nicht ein Möp, Möp, Möp. Das schaffen wir noch. Aussteigen. Ja, ich glaube, ich habe die Taste falsch belegt. Kann das sein? Ja. Ah, Mann. Oh. Golfanlage, der sehe ich ja jetzt das erste Mal. Witzig. Und der Lego-Giraffe. So, dann sind wir, glaube ich, schon am Ziel, ne? Oder? Dann müssen wir noch einen weiter. Nur Ausstieg. Naja, eine Auswertung haben wir noch nicht gekriegt, dann denke ich mal. Mal noch einen weiter. Tusi Pausenhaltestelle. Der ist. Have to make a break. So, genau, zu spät. Dachte ich mir schon fast. So, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten OMSI-Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, macht es gut und nein, schwingt nicht den Hut. Na, okay, war nicht so gut. Bis dahin mal. Tschüss.